Ciao zusammen, grüß euch miteinander. Mir ist ein Scheissdreck passiert, ihr glaubt es nicht. Jetzt fahre ich doch tatsächlich so lange, bis der Akku leer ist. Wo strande ich? Hier, mitten im Nirgendwo, in einem Industriequartier. Aber ich habe schon einen. Ich habe nämlich den Holsi getroffen. Der Holsi hat eine gute Erfindung gemacht, hat zusammen mit dem TCS ganz ein ganz interessantes Produkt entwickelt. Das ist der Holsi. Ciao zusammen. Wir schauen das miteinander mal an. Da hier steht das Produkt. Ihr seht, die Schweizer Automobilisten kennen den TCS. Das ist ein mobiles Ladegerät. Und wenn wir hier reinschauen wollen, dann sieht das so aus. Holsi erklärt uns jetzt gerade schnell, ein bisschen, was wir hier alles sehen. Das ist ein Dreiphasensystem. Das sieht man hier schön an diesen blauen Dingern. Batterie vorne, 12 kWh. Die Anforderung ist, ca. 3 Autos zu laden mit je 4 kWh, dass man ca. 20 km wieder fahren kann. Das ist eigentlich schon alles. Funktioniert alles automatisch. Die Deckel muss man grundsätzlich nie aufmachen, die Bedienelemente sind vordrinnen. Das heisst, dass der Patrouilleur im Prinzip völlig autonom und einfach das kann, in so einem Fall wie ich, der gestrandet ist, kann die, was hast du gesagt, 20 km etwa, oder wie viele Kilowattstunden? 12? Also maximal 12 Kilowattstunden, aber es macht ja keinen Sinn. Oder? Man tut irgendwie mal 20 km nachladen, bis man bei der nächsten offiziellen Station ist, oder daheim ist, oder auf dem Arbeitsplatz. Genau, ist. Einfach für so quasi die letzten Meilen noch zu überbrücken. Genau. Ja, also wir sehen hier, die in Technik Interessierten, es hat ja bei uns ein paar Sättige. Kannst du noch schnell noch einmal sagen, dass das hier sein? Das sind die Wechselrichter. Die drei Phasen abbilden. Also wir haben pro Phase einen Wechselrichter. Also wir haben einen Dreistrom sogenannt, mit dieser Phase haben wir Dreistrom. Und das haben wir halt drinnen, Typ 2 Ladestecker hat natürlich die drei Phasen, also wir könnten hier theoretisch maximal 22 kW laden. Noch ein bisschen grössere Batterie, wir sind jetzt hier auf ca. 12 kW. Okay, gut. Ja, ich würde vorschlagen, dann schauen wir das mal in der Praxis anschauen, wie das funktioniert. Ja, natürlich das Ladekabel dabei. Das müssen wir kurz rausnehmen. So. Voilà. Darf ich dir das geben? Gerne. Voilà. Jetzt gehen wir kurz schauen, wo das hier da in Betrieb genommen wird. Wie gesagt, das ist also ein ganz kompakter Anhänger. Und Achtung! Die unteren Anschlüsse sind gedacht zum Laden des Akku. Also hier kommt die Spannung rein zum Laden. Das ist nur in. In. Also zum Batterie nachladen. Das sind drei Ausgänge. Typ 2, 11 kW und 3,2, also 13 Ampere, ein Phasenstrom. Ja. Für ein Gerät. Die meisten würden über den oder über den laden. Und hier ist jetzt halt auch noch die Anforderung, dass man an einem Event so mal kann irgendetwas speisen kann. Irgendwie Musikanlage oder Licht oder was auch immer. Und für das sind die beiden Ausgänge. Und das ist links ist zum Laden ist 32 Ampere. Ist das CE? Nein, das ist schon nur. Das ist CE 16. Ja, alles klar. Und oben unter dem Schwarzen ist das, was uns jetzt speziell interessiert. Genau. Das ist meine Seite zum Fahrzeug und jetzt stecken wir da. Wir sehen es, Typ 2, einmal. Jetzt gehen wir auf die Fahrzeugseite. Hier. Aufmachen das Zeug. Und jetzt kommt der Moment. He? Und das geht 1 Sekunde, wie wir sehen, und schon lädt das einwandfrei. Steigend. Aha, ja. Wie viel hast du gesagt? 16 Ampere. Voilà. Stimmt. 16 Ampere, 230 Volt. Das 3 zeigt 3 Phasen an. Also wir laden 3 Phasen mit 3 Strom, 16 Ampere, 230 Volt. Und das entspricht ungefähr 45, jetzt ist er gerade ein bisschen gesprungen,
48 km pro Stunde, die er dazu laden. Das stimmt circa, weil der Tesla hat einen Verbrauch auf 100 km von 22 kWh. Wir laden jetzt mit der Hälfte 11 kW. Dann stimmt das sogar, also 48 km. Das ist ungefähr die Hälfte von 100 km. 11 kW, 22 kWh. Aus Stromer kommt man da raus. Ja, genau. Das passt. Ja. Ja, jetzt, was sind deine Pläne oder das weitere Vorgehen im Kontext mit dem mobilen Ladeanhänger für den TCS? Gibt es schon konkrete Ausbauschritte oder was kann man da schon sagen? Also das ist vor 6 Jahren, hat man das schon für BMW gebaut und ich habe das dann am TCS schon präsentiert. Dann war das noch ein bisschen früh. Ich war letzten Sommer wieder beim TCS. Dann haben sie gesagt, ja, wir haben tatsächlich jetzt die Herausforderung, dass unsere Assistance-Partner respektive ihre Kunden, also die Importeure, sagen, die müssen uns dann eine Lösung haben, wenn unsere Elektroauto kommen und die möglicherweise bleiben stehen. Das ist jetzt mal ein Versuchsträger der ersten. Aber klar wäre die Idee, dass nachher flächendeckend, also mit flächendeckend, es gibt etwa 20 TCS-Stationen oder so, dass die können bestücken können. Aber das funktioniert natürlich auch für ADAC oder für alle anderen Entpannungsdienste. Ja. Sieht man das Teil demnächst auf der Strasse oder kommt das in Einsatz beim TCS oder wie ist da also, der Weg? Weil es jetzt natürlich einen, hey, ich weiß nicht genau, wo sie da werden platzieren, ob es dort schon in Biel ist oder zusammen. Aber sie werden mit dem jetzt sicher Erfahrungen sammeln. Also der geht demnächst auf Schönbühl oder auf Emmen, hast ja, du gesagt? Ja, also jetzt ist nächstens ist ja gerade so eine Tagung von diesen europäischen Organisationen. Das ist in Bern, das ist in 2 Wochen. Wird er sicher allen vorgestellt. Es wird noch ein paar Pressemitteilungen geben. Wo sie ihn dann brauchen, ob sie ihn jetzt zum Entpannen brauchen oder zum, im ersten Moment als Events für das ist eigentlich auch ein Stromaggregat. Genau. Das ist nachhaltiger, so ohne Diesel und Benzin Ausstoß. Und das ist eigentlich jetzt ihr Teil, weil es ist für sie natürlich ein bisschen Marketing. Das ist klar. Aber, klar, das muss man jetzt vervielfältigen, weil das ist recht viel Arbeit und Schweiß drin geflossen. Das denke ich. Ja, gut, dann schauen wir noch mal schnell drauf. Es ist immer noch im Laden, einwandfrei, immer noch mit 16 Ampere. Das funktioniert. Das heisst für uns Elektroauto oder Tesla-Fahrer, wenn wir in Zukunft das Pech sollten haben, nicht, dass wir das erstreben wollen, aber wenn man an einem Ort bleibt liegen, haben wir eine Lösung für das Problem. Und wir haben noch schnell zu links herumlaufen. Vergesst nicht, Clever Trailer, das ist die Firma von Mausi, die das Produkt entwickelt hat, zusammen mit dem TCS. Er macht natürlich nicht nur solche Sachen, sei es Anhänger oder Anhängerkupplungen, gell? Jegwelcher Art kannst du Lösungen bieten. Grundsätzlich Fahrzeugbau bin ich dabei. Also. Und wie grösser die Herausforderung, wie lieber. Das gehört ein paar von uns gerne. Also denkt dran, das ist nicht Telefonnummer, aber Clever Trailer ist das Stichwort. Wer ein Bedürfnis hat in diesem Bereich, meldet euch. Clever Trailer ist in Lysa ansässig und der Hausi freut sich auf eure Kontaktaufnahme. Das war mein Kurzbericht vom Liegenbleiben und der Problemlösung mit der mobilen Ladestation TCS E-Charge. Und in diesem Sinn und Geist wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal. Yeah.